Hallo und Waldmannsheil, hier ist Andreas von All for Hunters. Wir haben euch vor einiger Zeit den Schalldämpferreiniger von Liquimoly vorgestellt. Jetzt haben wir die Gelegenheit, den mal auszuprobieren. Wir waren auf dem Schießstand, haben mit ein paar Schalldämpfern geschossen. Und wie ihr alle wisst, wer länger was von seinem Schalldämpfer haben will, der muss den auch zwischendurch mal reinigen. Also die Hersteller empfehlen, roundabout nach 100 bis 150 Schuss spätestens sollte man einen Schalldämpfer reinigen. So viel haben wir zwar nicht gemacht, aber trotzdem, bevor wir die natürlich wieder an die Importeure und Hersteller zurücksenden, möchten wir die natürlich sauber haben. Deshalb haben wir jetzt die Gelegenheit, wie gesagt, den Liquimoly Schalldämpferreiniger mal auszuprobieren. Vorbereitet haben wir hier schon mal einen zerlegbaren Schalldämpfer, den Hausken Jagd Extrem Mark II. Den haben wir hier schon mal reingemacht und der steht schon eine Zeit lang drin. Das schauen wir uns aber nachher noch genauer an. Jetzt haben wir hier noch einen Yaki-Schalldämpfer, der sich nicht zerlegen lässt. Den haben wir unten verschlossen, ganz einfach, mit einem Gehörschutz stopfen, damit die Flüssigkeit nicht rauslaufen kann, die wir gleich reinfüllen. Und sicherheitshalber, damit wirklich nichts passiert, stellen wir den noch in diese Plastikdose rein. Dann nehmen wir uns den Reiniger. Bevor ich das mache, ziehe ich mir aber eine Schutzbrille an. Ganz einfach deshalb, weil natürlich muss da was drin sein, was löst. Das ist zwar eine wässrige Tensidlösung nur, aber das ist halt eine Lauge. Und eine Lauge, das kennt ihr alle, wenn die in die Augen kommt oder auf die Haut, wenn die ein bisschen stärker ist, dann kann das leicht brennen und in den Augen ist es wirklich nicht angenehm, wenn das passiert. Und da kann auch was passieren. Deshalb lieber Sicherheitsbrille und Handschuhe tragen. Handschuhe hat der Jäger eh da. Wenn er einen Fuchs streift oder birgt, zieht er sich ja sowieso die Handschuhe an. Also einfach den Schalldämpfer füllen. Und dann, wenn das Ganze voll ist, das haben wir jetzt, deshalb haben wir den Plastikbecher drunter gestellt, wenn was überläuft, kann nichts passieren, sollte der mindestens 2 bis 3 Stunden einwirken können. Das haben wir hier schon, wie gesagt, vorbereitet. Der Schalldämpfer hier steht jetzt circa 2,5 Stunden in der Lösung drin und ihr könnt sehen, die Originalfarbe ist fast transparent, also durchsichtig. Und hier sieht man, dass der Schalldämpfer wirklich schon seine Arbeit verrichtet hat an dem Farbumschlag. Und das können wir uns nachher noch genauer anschauen, auch an den ganzen gelösten Partikeln, die wir hier drin finden. Gut. Wenn die Einwirkzeit rum ist, den Schalldämpfer, Reiniger einfach aus dem Schalldämpfer heraus in ein Gefäß kippen. Anschließend am besten in eine leere Flasche. Man sollte ihn nicht über den Ausguss entsorgen, weil wir denken alle an unsere Umwelt und besser ist es, wenn ihr das Zeug sammelt, was ihr da habt und später dann mal zusammen mit alten Farben lacken, wenn ihr das habt, auf dem Wertstoffhof abgebt, da können Problemabfälle ja kostenlos abgegeben werden, dann ist das eine sichere Sache. Gut, später schauen wir uns dann noch an, wie der Schalldämpferreiniger gewirkt hat. So, der Schalldämpferreiniger hat nun seine Arbeit getan. Ich habe gesagt, wir zeigen euch noch den Unterschied. Hier ist er. Hier ist die Farbe der Original- bzw. der unverbrauchten Tensidlösung von Liquimoly. Und hier haben wir die Lösung, in der unser Hausken-Schalldämpfer jetzt so 2,5 bis 3 Stunden gestanden hat. Man sieht deutlich die Unterschiede. Es schwimmen auch einige größere Partikel hier drin. Der löst also wirklich gut und selbsttätig, der Reiniger. Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist und wir unsere Reinigungslösung zur umweltgerechten Entsorgung wieder in die Originalflasche gefüllt haben, müssen die Schalldämpfer natürlich noch getrocknet werden. Das kann man im Sommer draußen in der Sonne machen, aber denkt bitte dran, es handelt sich hier um Waffenteile. Lasst diese bitte niemals unbeaufsichtigt draußen stehen. Wenn das draußen nicht klappt mit dem Trocknen, und auch ein kleiner Tipp für den Winter, man kann die Dämpfer notfalls auch mit dem Föhn trocken kriegen. Und noch was, und das gilt jetzt nicht nur für die Reinigung des Schalldämpfers, sondern auch für zwischendurch,
Denkt bitte auch an das Mündungsgewinde an der Waffe und das Gewinde im Schalldämpfer an sich. Das muss zwischendurch auch versorgt werden. Ich habe jetzt hier aus der Gun-Tech-Serie von Liqui-Moly das Waffenfett genommen. Das ist ein temperaturbeständiges, synthetisches Fett mit Mikrokeramikpartikeln drin. Das eignet sich für diesen Zweck auch recht gut. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, nutzt bitte die Kommentarfunktion. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin Weidmanns Heil, immer einen guten Anlauf und Anblick. Und schaut wieder mal rein bei allforhunters.com und auch bei allforshooters.com.